Hi, ich bin Lars von Swing und ich stelle euch heute unseren Compressback vor. Hier ist ein Verso RSS drin verpackt und wie wir da hinkommen, dass das so ein kleines Paket wird, das zeige ich euch jetzt. So sieht es üblicherweise aus, wenn man nach der Landung also den Schirm zurechtlegt und den Compressback schon ausgepackt hat aus dem Go-Zeug. Und als erstes legt ihr den Compressback flach auf den Boden. Dann den Gleitschirm einfach als Tulpe auf den ausgelegten Compressback drauflegen. Idealerweise so, dass die Mitte, die Schirmmitte hier oben zu liegen kommt und die Leinen dann schon mal in den Schirm reinwerfen. Wer das mal nachprobieren möchte, der muss einfach nur den Schirm einrollen, ein bisschen die Luft schon mal rausstreichen. Dann geht der zweite Teil leichter mit diesem S-Schlag. Einfach hier den Schirm greifen und dann im S-Schlag wieder aufeinanderlegen. Schauen, dass man den unteren Teil nicht mit erwischt. Weil dann funktioniert es nicht. Und schon liegt auch die Seite Zelle auf Zelle. Für die ganz genauen legen wir jetzt die eine Seite unter die andere, damit alles Zelle auf Zelle liegt. Das ist, glaube ich, die perfekte Methode. Manche klappen die jetzt auch einfach übereinander. Das heißt aber, dass die Mittenzelle dann nicht mehr Zelle auf Zelle liegt. Bei uns ist es eigentlich vollkommen egal, weil unsere Schirme mit Nitinolstäbchen versehen sind, sodass es hier nicht drauf ankommt, das Material zu schonen. Ich lege es jetzt mal so, wie es sein soll, untereinander. Dann nehme ich hier die eine Seite und schlage die unter, dass jetzt wirklich alle Zellen übereinander liegen. Und jetzt kommt der erste wichtige Schritt. Da nehme ich von diesen Schnallen, die zweite von oben hat sich bei mir am besten bewährt, um schon mal die Eintrittskante zu fixieren, dass sie mir nicht mehr rausrutscht. So, der Gegenpart ist hier. So. Jetzt liegt alles Zelle auf Zelle. Lege ich den Rest auch unter den Schirm, unter diese Seite hier. So, hier nach oben. Und arbeite mich dann von unten nach oben. Jetzt verräumen wir mal erst die Tragegurte, damit die uns nicht hinterher im Weg rum sind. Einmal in die Tragegurttasche mit den Leinen, dann sind die auch gut verräumt. So, und dann arbeite ich mich von unten nach oben einfach durch. So, das ist jetzt der selbsterklärende Teil. Luft raus. Den obersten mache ich zum Schluss, einfach um eventuell nochmal die Nase ein bisschen korrigieren zu können. So. Der farbliche Teil markiert die erste Knickstelle. Einfach hier drüber falten. Damit habe ich auch gleich die zweite Knickstelle, die ist hier. So, und jetzt sieht man schon, hier läuft der Reißverschluss entlang. Da muss ich ihn hinterher zuziehen. Das heißt, wir klappen jetzt den oberen Teil so rum nochmal drauf und schließen den Reißverschluss.
bisschen aufpassen, dass man kein Tuch in den Reißverschluss einzwickt. Et voilà. Cool.